Wie heißen heiße, spulende Quellen, die Wasser in Form einer Fontäne ausstoßen? Jetskis? Geysire. What did you say? Wie heißen heiße, spulende Quellen, die Wasser in Form einer Fontäne ausstoßen? Jetskis? So blöd kann keiner sein! Endlich gibt Viola bei Ding Dong mal richtig Gas. Oder wie es auf Schweizerdeutsch so schön heißt. Das Chatterer! Obergeil, hä? Das ist nicht wie es normal wäre. Kaspar ist ein waschechtes Original. Zeppin hat ihn von der ersten Sekunde an ins Herz geschlossen. Kepp habe ich gelesen. Genau, Kepp. Und du bist der Vize. Genau. Ja. Ich bin die Viola. Das ist besser als ein Vize. Freut mich. Eindeutig. Ihr seht umwerfend aus, meine Teure. Eindeutig. 1671 ist das Haus gebaut worden. Meine Pfanne geht irgendwie nach 2 Jahren den Henkel ab. Ja, das kommt ja auf die Köche, ja. Auch wieder eine ganz tolle Aussage. Viele würden so eine Hütte ein Messihaus nennen. Er hier hat einen viel besseren Namen dafür. Ich bin Viola. Ich bin der Heinz. Hallo Heinz. Freut mich, Viola. Wo sind wir da gelandet? Wir sind da gelandet beim Kurioseum Godastum in Godast. Wir wollten unbedingt dabei sein. So etwas kann man einfach nicht verpassen. Wieso heisst das so? Das heisst so, weil ich mal einfach Lust gehabt, etwas zu machen, das nicht nötig ist. Einfach wunderschön. Es ist so eine tolle Atmosphäre und es tut einfach nur mit der Seele gut. Jetzt währenddessen bei Kaspar. Wieso hast du den Schrank offen? Damit ich Kleider finde. Klingt komisch, ist aber so. Weißt du, was das ist? Auch ein Stuhl. Lupfen mal da. Was, den Stuhl auflupfen? Nein, da. Es Klo! Nein, bitte nicht! In the olden times, if you were watching TV and nature called, you'd have to get up and walk to the bathroom. It was the hardest thing in the world to do. But now, with a lazy man reclining toilet chair, you can just lean back and let her rip. Bei Heinz im Garten steht ein Selektorautomat. Das ist ganz speziell. Nicht wahr? Oh. Das ist funktionstüchtig, wenn ich da Leute da habe. Eben, ich wollte sagen, das geht schon. Dann müssen die da einfach ein Füßchen haben. Ich bin eben schon ein kleiner Erfinder. Aber ich kann immer noch nicht glauben, dass du da mit deiner Ex bist. Wieso kommen die nicht einfach wieder zusammen? Es fühlt sich einfach eher an wie Brüder und Schwestern. Aha. Darum können wir am gleichen Nest schlafen. Mhm. Ohne, dass wir da irgendwelche komischen Spiele machen. Okay, yeah, you got a point. Und solche Szenen gibt's auf SRF wirklich nur bei Ding Dong. Oh, dann gehe ich aber weg. Schön! Oh. Es ist nicht dicht. Schau. Oberkörper raus, genau, ja, besser. Ja! Ja, schön. Ja, wir genießen es. Zum Schluss noch der sympathischste Moment des Weekends. Och nein, wie überhöflich ist denn Wendy? They're so cute. Oh my gosh, they're so cute.